Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retro Joe spielt. Auf dem Super Nintendo gibt es ja Beat'em'ups en masse. Das war eins der beliebtesten Genres damals und einen der geilsten Vertreter zeige ich euch heute ein bisschen genauer. Warum ist Batman Returns auch heute noch richtig, richtig geil? Das seht ihr nach dem Intro. Hoppla. Und da sind wir auch schon wieder. 1993 erschienen von Konami, einer der besten Spieleschmieden der 16-Bit-Generation, ist Batman Returns auf dem Super Nintendo nicht nur einer der besten Brawler, wie ich finde, sondern eins der besten Lizenzspiele, die es auf der Konsole überhaupt nur gibt. Das Ganze klingt nicht nur richtig geil, sondern sieht auch richtig schick aus, wie ihr am Gameplay, das hier natürlich eingeblendet ist, auf jeden Fall erkennen könnt. Aber das ist längst nicht alles, denn was Batman für mich so richtig geil macht, ist die Abwechslung, die ja normalerweise fürs Beat'em'up-Genre nicht unbedingt typisch ist. Aber Batman Returns bietet nicht nur Hau-drauf-Action mit einer relativ großen Palette an Moves, die man zur Verfügung hat, also nicht nur Schlagen, Treten, Springen. Zu meinen Lieblingsmoves gehören übrigens die Grapples. Wenn ihr einen von diesen dämlichen Clowns am Kragen packt, könnt ihr den ersten paar Headbutts verpassen und den dann mit einem Kick ausräumen. Oder ihr verpasst ihm einen ordentlichen Chokeslam, wie Kane es nicht besser machen könnte. Oder was noch viel geiler ist, je nachdem wie der Hintergrund hinter euch aussieht, könnt ihr den Typen einfach packen und hinter euch an die Wand schmettern. Wie geil ist das denn? Batman kann sogar blocken und hat ein paar Items dabei, nämlich seine Batarangs, mit denen kann man Gegner ganz kurz stunnen und später sogar Leute, die mit Dynamit nach einem schmeißen, entwaffnen, damit es bei denen in der Hand explodiert. Ziemlich cool. Sondern Batman kann im Gegensatz zu den meisten anderen Beat'em'ups auch blocken. Das macht uns zwar nicht unverwundbar, reduziert aber den Schaden, den wir nehmen, um einiges. Und gerade in den Bossfights ist das dringend notwendig. Denn wir halten uns natürlich ziemlich genau an die Vorlage des Films. Und Catwoman und der Pinguin sind unsere größten Gegner in diesem Spiel. Gerade der erste Bossfight mit Catwoman hat es ziemlich in sich. Der hat mich einige Leben gekostet. Aber wie gesagt, nicht nur Brawler, sondern auch ein Stück weit Plattformer, denn das reine Beat'em'up-Gameplay wechselt sich ab mit so mehr oder weniger Plattforming-Passagen, wo man halt auf einer Ebene sich bewegt und hauptsächlich Batarangs schmeißt und teilweise sogar ein paar Hüpfeinlagen bringen muss. Das bringt ein bisschen Abwechslung rein, aber auch das ist noch nicht alles, denn eins meiner Lieblingslevels, leider nur eins von den 7 vorhandenen, ist das Level, wo wir mit dem Batmobil unterwegs sind. Wer steht nicht auf das Batmobil? Und gerade in den Burton-Filmen ist das das geilste Batmobil, das es überhaupt nur gibt, Leute. Das muss ich euch nicht erzählen. Seht ihr ja hier selber. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, es ist Mode 7. Es ist Super Nintendo, es sollte Mode 7 sein. Wir jagen Bösewichte, wir schießen Bösewichte von ihren Motorrädern und machen Autos kaputt von Bösewichten. Und das Ganze in richtig geiler Optik mit treibender Musik. Und es macht voll Spaß. Und das hat den keinem anderen Beat'em'up auf dem Super Nintendo. Außerdem hervorheben muss man die fantastische Präsentation, denn zwischen jedem Level werden Szenen aus dem Film eingestreut, um die Atmosphäre noch ein bisschen weiter zu verbessern. Aber auch das ist noch nicht der Hauptgrund, warum Batman Returns so richtig, richtig geil ist. Als ich die Anspiel-Session für euch aufgenommen habe, bin ich mal gerade eine Stunde da gesessen und habe ohne drüber nachzudenken das Game bis ins letzte Level geschafft, aber ich hatte leider nicht mehr genug Energie für den Pinguin, der hat mich dann besiegt. Ich habe es nicht durchgeschafft. Aber ein Spiel, das auch, es ist 93 erschienen, wir haben 2019, das sind 26 Jahre? Sind 26 Jahre? Ich bin nicht gut im Kopf rechnen. Müssten 26 Jahre, ungefähr 25 bis 30 Jahre, dass einen auch nach 25, 30 Jahren eine Stunde lang einfach so an den Bildschirm fesselt, ohne dass man zwischendurch pausieren will. Ey, wenn das nicht für Spaß steht, dann weiß ich auch nicht, Leute. Ja? Also, zieht euch das Ding auf jeden Fall rein. Ihr habt das Gameplay gesehen. Ich lasse euch mal ganz kurz hier noch ein bisschen was von der großartigen Musik einspielen. Ja, passend zum Film. Richtig, richtig geil. Batman Returns für Super Nintendo. Uneingeschränkte Kaufempfehlung. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.